Die katholische Kirche in Gosau. Ein kurzes Video von Paul Gamsjäger. Katholische Kirche, Gosau im Salzkammergut. Im Inneren der Kirche prallen zwei verschiedene Welten zusammen, die sich hier in den beiden Glasfenstern symbolisch ausdrücken. Der wunderschöne Altar in der katholischen Kirche in Gosau. Beachten Sie bitte den wunderschönen Blumenschmuck. Die schöne Orgel in der katholischen Kirche in Gosau. Dieses wunderbare Glasfenster wurde von der Familie Faber 1890 gestiftet. Die Familie Faber wohnte in der Faber Villa, das ist das heutige Gasthofgebäude Koller. Ein kleiner Teil des katholischen Friedhofs in Gosau. Hier sehen wir das Gebäude der Kreuzschwestern, das vor etlicher Zeit aufgestockt wurde mit dem wunderbaren, schönen Gemüse- und Blumengarten. Und links davon, dieses Gebäude gehört auch zur katholischen Kirche. Hier wurde ich im Jahr 1955 in die erste Klasse Volksschule eingeschult. Und erst ein halbes Jahr später kam ich in die Schule, die heute noch hinter dem Brandwirt steht. Und diese Volksschule, in der heute auch die Musikhauptschule untergebracht ist. Hier in diesem Gebäude war ganz früher eine katholische Volksschule und später eine allgemeine, aber da war zu meiner Jugendzeit nur die erste Klasse Volksschule untergebracht. Ein schöner Ausblick hier im Kirchenviertel vom Standort der katholischen Kirche. In der Mitte der hohe Calmberg, rechts der niedere Calmberg. Dahinter Bad Gösern, Bad Ischl und noch weit im Norden Linz. Dies ist die St. Sebastian-Kirche. In dieser Form wurde sie 1864 errichtet. Ab 1400 stand bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit eine kleine Jakobskirche beim Kirischlagbühl. Das ist aber nicht ganz gesichert. Von 1500 bis 1507 wurde die größere Jakobskirche am heutigen Kirchenplatz errichtet und mit der Wölfling-Stiftung 1541 wurde die katholische Pfarre selbstständig.
1864 baute man auf den Resten der Grundmauern die heutige Sebastianskirche. Ab 1786 wurde diese in allen Urkunden als Vollpfarre geführt. Von 1813 bis 1816 errichtete man den heutigen katholischen Pfarrhof. Die katholischen Geistlichen in Gosau, der erste Geistliche war Johannes Lipp. Seit 1963 haben wir den Pfarrer Magister Jakob Hammerl allgemein in Gosau sehr beliebt. Das katholische Pfarramt hat die Hausnummer 1, katholische Kirche im Salzkammergut. Noch ein kleiner Schwenk gegen Süden zum Gosau-Kamm.